Ja, es ist auch eine Bilderwelt, nicht nur eine Welt der Worte. Ich habe natürlich auch, und jetzt habe ich diesen Satz gelesen, die Sätze hervorgehoben. Schaut mal, da steht zum Beispiel: Nein, ich denke, dass ich dieses kostbare Geschenk der Natur behalten will. Also positives Denken in Worte geschrieben, aber sicher doch zum Beispiel, oder Nanu, was ist denn das? Oder danke, liebe Schneckenmädchen. Und probiere es doch einmal. Oder können wir dir irgendwie helfen? Wunderschöne Sätze, in groß und bunt geschrieben, damit die Kinder vielleicht auch mal so Sätze kriegen, die ihnen im Leben später helfen können. Ja, und ich glaube, das war es auch schon über das Buch. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, lesen es einfach, lesen es vor.